Hallo meine Lieben, ich habe jetzt das Büchlein ausgelesen und ich möchte euch darüber die Rezension geben, berichten. Und ich hoffe, es freut euch ein wenig und vor allem auch möchte ich der lieben Ricarda Peter nochmal dafür danken, für das wunderschöne himmlische Büchlein. So, ja, wie gesagt, es hat ja 130 Seiten. So. Ja, zum Inhalt möchte ich nicht mehr viel sagen, als einfach nur wow. Zum Buch, dieses Büchlein ist eine wundervolle romantische himmlische Geschichte mit verschiedenen Themen für das Leben und zum Leben. Das und wie man ein glückliches Leben lebt oder leben sollte, denn jeder Tag ist ein neues Leben. Ich habe dieses Büchlein verschlungen und war auch sehr tief berührt, muss ich sagen. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Es kommen wieder Leute. Ich mag den Schreibstil von generell von der Ricarda Peter poetisch. Ist sehr poetisch und kraftvoll. Sie gibt unglaublich viel Motivation auf diesen 130 Seiten. Sie ist sehr ausdrucksstark und zugleich sehr sanft auch. Sie nimmt einem auch sehr resolut an der Hand, fordert in einem und gibt dadurch auch sehr viel Liebe, ja, sein Leben in die richtige Bahn oder richtige Richtung zu lenken, zu führen. Sie legt auch tief verborgene, vergrabene Emotionen wach. Deshalb muss jemand unbedingt eine Pause machen. Also bei mir war es so, dass ich immer wieder nach einem Kapitel eine Pause gemacht habe. Denn es ist wirklich sind sehr starke Worte auch. Und ja, es geht wirklich tief. Und man macht sich auch ziemliche Gedanken darüber, über ihre wundervollen Worte. Wie gesagt, einfach, man kann es nicht einfach durchlesen. Ich würde auch davon abraten, eben darüber nachdenken, Krone richten und weitergehen. Und vor allem wirklich die Träume umsetzen. Jeder hat seine Träume und also macht es, setzt um. Man hinterfragt, es ist so bildreich in Worte gefasst und so gibt es absolut viele, sehr viele Denkanstöße. Es hat mich förmlich umgehauen, muss ich sagen. Es strahlt von Himmel zur Hölle, hoch und runter, sehr außergewöhnlich starke Kraft, hinter der ich auffallend, lebensbejahende, selbstbewusste und aufrechte Autorin, finde ich, ist die Ricarda Peter. Ich habe sie auch schon im Video gesehen. Sie ist eine ganz starke Persönlichkeit und freudige, freudvolle Persönlichkeit. Und sie hat ihr Leben umgesetzt. Sie lebt ja auch auf den Bahamas und wow, schön, wirklich ganz toll. Ja, das ist sie ja definitiv selbstbewusst. Sie hat eine starke, enorm starke Präsenz. Ja, die Botschaft dieses Büchleins, sie trägt uns durchaus durch dunkle Momente und eignet sich auch als Geschenk für liebe Freunde. Ja, ich empfehle es wohl dosiert, in kleinen Sequenzen zu genießen, um wirken zu lassen, denn es spricht mit großer Wucht. Sie, die Autorin, möchte uns viel mit auf den Weg geben. Thematisch wiederholt sich das Spiel des Lebens immer wieder. Wie spielt ihr es? Ja, meine Lieblingsstelle in dem Buch habe ich euch ja schon im zweiten Video, also nach dem Vorstellungsvideobuch von ihr, vorgelesen. Und der Text geht ja weiter. Ich wünsche der Ricarda Peter noch viele Leser dieses wundervollen Büchleins, die für ihre Texte, Gedichte und Zitate sich begeistern lassen wollen. Denn es ist ein echt himmlisches Buch. Ja.
gibt, weiß ich nicht, möchte ich euch noch. Ich muss das mal drehen. Ob ich noch etwas aus dem Büchlein lesen will. Mal schauen. Ja, das Herz hat seine Vernunft, die der Verstand nicht kennt. Ich weiß nicht, ob ich euch. Das ist ja für meinen Tiger, hat sie geschrieben. Nein. Also ich würde sagen. Ich finde das so schön. Bevor der zweite Kapitel kommt, ja. Manchmal sind Menschen einfach nur schön, allein durch ihr Äußeres, das von innen heraus erstrahlt. Wenn ich in ihnen lebe, ich werde die Sterne durchwandern, mich in dem Duft von Blumen gleiten, in den Farben von Regenbögen, in den Funkel von Sternen und in allen anderen Sprachen des Lebens, um dir einmal wieder zu begegnen. Ich erinnere mich, als du noch Träume hattest, erinnerst du dich? Ich habe sie bewacht, du flogst zu den Sternen, ich ließ sie für dich leuchten, du entdeckst neue Welten, ich erschuf sie für dich. Ja, also, ihr hört schon nur aus diesen paar kleinen Sätzen, wo ich jetzt euch vorgelesen habe, dass das ein wirklich wahrhaft wundervolles Buch ist. Und ja, nochmal vielen, vielen herzlichen Dank an die Autorin. Ich hoffe, die Rezension gefällt euch. Oder euch oder ihr, ja. Jetzt mache ich nochmal schnell meine Haare auf, weil ich glaube, es ist schön noch. So, ja, dann wünsche ich euch sonnige Tage mit viel Genuss und Spiel des Lebens. So, wie die auch spielen hier. Ja, macht's gut, wenn ihr Ferien habt, schöne Ferien. Tschüssi, Baba, bye bye, gib mir einen Daumen hoch. Wenn es euch gefällt, abonniert mich kostenlos. Bussi, Baba, ciao.